Hallo, Herr, und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Kip Supernova. Mein Name ist Flavo, und wie versprochen gibt es noch ein Splatoon 2 Video, wo Kip gegen einen anderen YouTuber gespielt hat, beziehungsweise mit einem anderen YouTuber und seiner Community gespielt hat. Und es handelt sich um Totti Games. Totti Games, ein kleiner, aber feiner Gaming-Kanal. Checkt ihn gerne mal aus. Ich habe den Link zu seinem Kanal in die Videobeschreibung gepackt. Und nicht wundern, in dem Spiel heißt Totti Games Trocryo. Trocryo habe ich es richtig ausgesprochen. Ja. Und sie spielen da verschiedene Modis, auch ehemalige Wandelzonen aus ehemaligen Splatfesten. Ja, das ist auch ziemlich cool. Und jetzt gucken wir mal gleich rein, wie Kip sich so geschlagen hat. Und es geht gleich los mit Revierkampf, Lieblingsmodi von Kip. Tokrayo ist hier der Gastgeber. O4 gegen 3. Na, ob das so fair ist, oh, egal. Es geht los. Und Kip ist wieder ganz in seinem Element. Er arbeitet sich zügig nach vorne auf dieser Map ist es sehr wichtig, sich gleich die Mitte zu erobern. Übrigens auch sehr schöne Farben. Das ist so ein privater Modi, wo man sich die Maps bzw. die Spiele selbst zusammenstellen kann und auch die Farben selbst einstellen kann. Und man kann auch Farben aus ehemaligen Splatfests reinholen. Das ist nämlich nur so eine Neonfarbe, dann leuchtet alles sehr schön. Das sieht sehr gut aus. So, nicht mal eine Minute gespielt und Kip hat ihr schon die 400, nein, die 500 Fairpunkte abgesahnt. Na gut, sie haben nur drei Gegner. Ich weiß jetzt nicht, ob zu wenig Spieler insgesamt in der Liste waren, Teilnehmer in der Liste waren, oder ob es Absicht ist, keine Ahnung. Aber hier wurde Kip von Schwarmer erledigt. Und weiter geht's. Oh, Kip, du wirst. Und zack, schon ist er wieder weg. 2 zu 0, Antonio. Antonio. Antonie, ich habe es jetzt nicht richtig lesen können. Grün auf grün. Liest sich nicht so gut. Mal einen Schluck trinken. Ja. So. Ja, jetzt ist das Bild wieder eingefroren. Hallo. So, da ist er wieder. Ah, da sind jede Menge Sniper unterwegs. Es ist aber, man darf nicht vergessen, es ist natürlich ein Freundschaftsspiel. Also es geht hier jetzt nicht irgendwie um Punkte oder um irgendeinen Rang oder so. Es ist ein Freundschaftsspiel auf Splatoon. Bei Splatoon, da geht es natürlich hauptsächlich darum, Spaß zu haben, ein bisschen mehr Community zu zocken. Und hier wird auch schon ein Doppeltintenschock, aber der Antonio war ein bisschen schneller wie Kip und deswegen gab es einen Kill. Für Kip, also Kip wurde gekippt. So, die letzte Minute läuft. Sieht sehr gut aus für Kips Team. Aber man darf nicht vergessen, dass sie spielen 4 gegen 3. Was ein bisschen unausgeglichen ist. Aber es kann auch ein Spiel 4 gegen 3 für das andere Team, wo weniger hat, gewonnen werden. Nicht unmöglich. So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ende. So, das erste Spiel in der Totti Games Community und ob. Ja. 69,6% für das Kick-Team und ja, Codelace, Lisa und LP, Fabian, Antonio und Grilling Kast. Grilli, Kirill Kast. Hat irgendwas mit Destiny Kast vielleicht zu tun, weil Leute aus seiner Community haben manchmal so ein Kürzel. Oh, jetzt sind wir auf einer ehemaligen Wandelzone von einem von einem Splatfest. Und das sieht sehr, sehr cool aus. Da kann man ziemlich auch transparente Hindernisse, die
die sichtbar werden, wenn man es rausblättert. Und ah, das ist eine Fläche, wo man nicht einfärben kann. Und es wird wieder sehr zügig und sehr konsequent eingefärbt. Keep ist ja der Einfärber, ist ja eher ein Einfärber als ein Killer. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich verteidigen, wenn er angegriffen wird. Und Kills halten den, so Wolf hier ist weg, und Kills halten den Gegner natürlich davon ab, selbst die Farbe zu verteilen. Und das sage ich auch jedes Mal. Also irgendwie wiederhole ich mich hier ein bisschen. Bin ein bisschen der Erklärbär und nicht der Red Panda Bär, bin ja der Erklärbär hier. Es ist übrigens nicht so einfach, in die Community von einem anderen YouTuber reinzukommen. Da sind die Freundschaftslisten immer sehr überfüllt. Bei Totti Games ist es jetzt ein bisschen übersichtlicher gewesen. Was man sagen muss, ist, es wurde nicht wirklich und Doppelkill. Es wurde jetzt nicht wirklich Kip erwähnt, beziehungsweise die Mitglieder erwähnt, wurde einfach der Freundschaftslist hinzugefügt und konnte dann mitspielen. Ja, aber warum nicht? Es ist eher eine ruhigere Community. Ja, also. Unser großer Traum wäre es natürlich, zum Beispiel einmal mit Destiny Cast Splatoon zu spielen. Das wäre schon das mal zu moderieren. Das wäre ein Traum von jedem Red Panda hier, ja. Aber nichtsdestotrotz. Checkt Totti Games aus, er spielt nicht nur Splatoon, er spielt auch andere Spiele, zum Beispiel World of Warcraft oder Super Mario Sachen und so weiter. Also ich meine auch Animal Crossing habe ich gesehen, schon bei ihm gesehen, also guckt mal rein. Ja, und die letzte Minute läuft, ein Doppelkill und auch noch ein Tintenschock. Hier wird zügig jetzt blau gegen grün. Ich meine, es sind diesmal auch Teamgrößen sind auch ausgeglichen diesmal und da hat es wohl nicht mehr gereicht. Code Lisa, nein, CIK77, das ist manchmal schon ein interessanter Name, hat Kippe gekippt. Na, das hat diese Bombe hat jetzt gar nichts gebracht und tja, und Antoni hat mit dem Klecksroller auf dich gewartet. Ja. 6. 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Leider nicht die 1000 Punkte erreicht, aber hat er einen Win oder einen Lose? Ja, ein Gewinn für Team Blau. Keep klassisch, wie wir ihn kennen, in der Gasmaske und er hat mit dem Gastgeber zusammengespielt in einem Team. Ja, es war 4 gegen 4. Ja, sehr sauber, sehr souverän gespielt. Ja, kann man nicht meckern. Oh, es geht nochmal auf eine ehemalige Wandelzone, wo solche Schnalzbänder. Also ich weiß jetzt nicht. Uwu im Hintergrund hat einer geschrieben. Na, weiß jetzt nicht mehr, von welchem Splatfest das war. Irgendwie kommt das bekannt vor. Es könnte. Nee, von Chaos. Chaos versus Ordnung war es nicht. Nee, auch nicht von Zeitreise und Teleportation irgendwie. Welches Splatfest war es? Eins von den letzten. Was war das? Was war da nochmal? Ich überlege mal gerade, welches Splatfest gab es noch? Bunnies gegen Turtles? Gab es noch? Was gab es da noch? Da gab es doch noch eins. Ich komme gerade nicht drauf. Aber da waren diese Schnalzbänder, die Wandelzone. Wenn mir es noch einfällt, sage ich es euch. Wenn es euch einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Was ist das für ein Splatfest gewesen mit diesen Schnalzbändern? War das Teleportation gegen Zeitreise? War das? Nee, das waren auch Schnalzbänder, aber die waren irgendwie anders ausgesehen. Es war nicht so. So, gucken wir mal kurz das Video. Oh, da ist noch eine sehr große Fläche, wo nicht eingefärbt ist. Und da sollte Kip sich mal am Riemen reißen. Geh mal auf die rechte Seite rüber. Ja. Da kann man auch leicht in die. Welches Blattfest war das? Mir fällt es nicht ein.
Eins von den letzten. Von den letzten fünf. Ah, jetzt sinkt der Wasserspiegel. Ja, das war das. Ach, was waren das nochmal von Splatfest? Also welche waren nochmal die letzten? Chaos und Ordnung? Zeitreise und der. Ah, Kindheit und Erwachsener. Was das vielleicht? Das könnte es gewesen sein. Das ist die Wandelzone von dem Splatfest Kindheit und Erwachsene. Ja, da hat Kip im Team Erwachsener mitgespielt. So, die letzte Minute. Es sieht relativ gut aus für Kips Team, aber da sind noch jede Menge Flächen, wo nicht eingefärbt sind. Was ist denn da los? Was macht ihr da für Sachen? Na, das Schnalzband schnallt wieder zurück. Noch 45 Sekunden. Jetzt heißt es einfärben. Die 1000 hat er schon erreicht. Das ist immer so ein kleines Ziel, das sich Kip steckt, dass er mindestens 1000 Färbpunkte erreicht. Weil das gibt dann immerhin ordentlich Punkte. Obwohl eigentlich das Hauptziel und platsch rein ins Wasser. Ja, doch nichts zu tun in den letzten 30 Sekunden. Oh, sieht doch nicht so eindeutig aus. Das könnte knapp werden für Kips Team. Jetzt heißt es nochmal mit Einfärben ein wenig zu punkten. Aber nee, er wurde weggesplattet von Wolfie. 2, 1 und Ende Gelände. Und wie sieht's aus? Oh. Das ist der erste Lose in diesem Freundschaftsspiel. Oh, sie waren 3 gegen 4. Also Kip war im schwächeren, also im unterlegenen Team, zahlenmäßig unterlegenen Team. Es tut mir leid. Aber ja, wie gesagt, auch wenn man zahlenmäßig unterlegen ist, kann man ein Spiel für sich entscheiden. So, jetzt sind wir an der Oberfläche praktisch. Es ist heller Tag, wir sind im Vergnügungspark und wir spielen jetzt hier Muschelchaos. Oh, Jemine. Lehnt euch zurück, holt euch Popcorn, macht euch eine Dose Cola auf oder so und genießt, weil im Muschelchaos endet alles immer im Chaos. Ich muss hier an dieser Stelle dazu sagen, es gab bei den Spielen mit Tortie Games auch noch den Modus ein Spiel Turmkommando, was sehr chaotisch war, also in der lustigen Weise sehr chaotisch war, aber die Aufnahme leider nicht geklappt hat. Also das Vergnügen kann ich euch jetzt leider nicht bieten. Das Turmkommando, schade, schade. Aber Muschelchaos kann ich euch hier auf jeden Fall zeigen. Und Kip hat gleich genügend Muscheln. Jetzt kann er den Ball die Muscheln in den Korb werfen. Und das ist so eine Kunst für sich, weil dann ja, hat Kip herausgefunden, nicht nur einfach werfen, sondern muss auch wirklich zielen. Und er wirft und er wirft und er wirft natürlich auf die Seite und dann dabei nicht der Wissplatte. Ich persönlich finde, Muschelchaos ist das Schwerste daran spielen. Also es ist wirklich sauschwer. Also man muss erst da genügend Muscheln einsammeln und dann muss man sie zum Zielkorb bringen und dann auch noch dort richtig reinwerfen und wird eben ständig auch vom Gegner davon versucht abzuhalten. Das ist natürlich, also ich finde, das ist das Schwerste. Auf Platz Nummer 2 ist dann Operation Goldfisch. Ich finde Turmkommando ist ja so im Mittelfeld, also was Schwierigkeitsgrad angeht. Und die Herrschaft, das ist das Einfachste, weil man da muss man einfach einfärben und eine Fläche eingefärbt lassen. Aber das hier, das ist. Oh, Kip hat einen großen Muschelball. Versucht das mit dieser Taktik, dass er da einfach hinspringt zum Ziel und hängt und weggesplattet wird. Das wäre eh nicht das Ziel gewesen. Ich glaube, soviel ich weiß, ist, wenn man die Ulti-Waffe einsetzt, verliert man seine Muscheln, die man eingesammelt hat. Aber der Gegner hat schon ordentlich eingesammelt. Kids Team hat noch keinen einzigen Punkt für sich holen können. Da steht schon Gefahr. Ja, ich bin wieder eingefroren. Vielleicht ist das Bild wieder da. Ah, Fabian bleibt schon am Spawnpunkt stehen, hat
hat er schon aufgegeben, ist er disconnected. Ah, nein, wenn man disconnected, dann verschwindet man einfach. Hallo, Face Rick. Ja, so, da bin ich wieder. Ja, der Team Shock hat nichts gebracht. Da war kein Gegner, da ist der Gegner. Und er ist ganz schön schnell. Und das ist manchmal erstaunlich, wie schnell manche Gegner sind, die sich einfach irgendwie nicht absplatten lassen. Ja, rein prophylaktisch einfach die Bombe wegwerfen. Die Curling-Bombe, um vermeintliche Gegner doch noch abzuhalten. Aber hat nichts gebracht. Zix-17 hat ihn mit Profi-Gläser weggesplattet. Oh, da sind auch die Bubbles jetzt schon zugange. Die haben natürlich auch ganz schön die Spiele aufhalten. Der Tintenshop ist aufgeladen. Jetzt heißt es wenigstens, irgendwelche vermeintliche Gegner davon abhalten, doch noch ein paar Punkte mehr zu machen. Autsch. Das sieht nicht gut aus. Letzte Minute läuft. Kip hat wieder die Chance, muschelnd reinzukriegen in den Korb. Jetzt muss er es schaffen. Ansonsten ist das Spiel vorbei und dann war es das. Jetzt ist die Frage, wo ist der Korb? Da ist der Korb. Nein, vorbei. Schade, 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 schade. Ein K.O.-Sieg bzw. eine K.O.-Niederlage für Kips Team. Schade, sie haben alles gegeben. Aber, Moment, wie? Naja, zwei Kills hat Kip immerhin geschafft, aber wie gesagt, bringt alles nichts. Wenn das Spiel dann jetzt nicht verloren wird. So, wir sind im Revierkampf. Und da heißt es wieder, Punkte machen und Sieg oder Niederlage mit einfärben. Und wir haben seine Farben. Schönes Pastellblau, Türkisblau. Das will doch jeder an der Wand haben in seinem Badezimmer. Was haltet ihr übrigens von dieser Farbpsychologie? Also dass blaue Farben und kalte Farben einen eher frösteln lassen in einem Raum und warme Farben einen eher ein Gefühl von Behaglichkeit gibt. Also ja, da ist schon was dran. Man assoziiert mit Blau oder auch mit Grün eher was Kühles. Wobei ich auch schon gesehen habe, dass es Schlafzimmer gibt, die auch blau in so einem Pastellblau gestrichen sind, wie ein Badezimmer. Ich würde sagen, das ist letztendlich auch eine persönliche Geschmackssache. Also wenn es wirklich Lieblingsfarbe ist, dann fühlt man sich da drin auch wohl. Auch wenn es eine kalte Farbe ist. Und das ist meine Meinung, also Farben irgendwie was aussagen, wenn die Lieblingsfarbe irgendwas von Charakter von Menschen aussagt, ich weiß nicht, das kann ich mir nicht so vorstellen. Ja, also dass das jetzt irgendwie was über den Charakter von den Menschen aussagt. Also, wie gesagt, es gibt bestimmte Farben, die haben eine bestimmte Bedeutung, also es gibt eine psychologische Bedeutung, da gibt es auch philosophische Bedeutung, weiß ich jetzt gar nicht, aber es gibt auf jeden Fall eine psychologische Bedeutung, es gibt eine emotionale Bedeutung, es gibt auch eine politische Bedeutung, ja, also Blau ist zum Beispiel die Farbe der Freiheit im politischen Sinne, wenn ich das richtig weiß. Rot, das ist erst, steht hier für Aufbruch, für Revolution, also eher so die Sozialisten oder so, die haben eher Rot, weil das auch für Aufbruch, Alarm bedeutet. Bitte korrigieren, wenn ich jetzt irgendwie Müll rede, ja, wenn ich was Falsches sage. Das kann natürlich auch sein, aber das ist so der Stand, den ich gehört habe. Grün ist natürlich klar, steht für Umwelt und Umweltschutz, politisch gesehen. Aber ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir sind als Kulturenwolle nur mal einen kleinen Ausblick in welcher Farben oder Farbbedeutung. Manche nehmen das auch wirklich nicht zu ernst.
Also ich habe schon mal gehört, dass wo ein Projekt war, ein Projekt, es wurde dann ein Projekt raus, wo eine Schule gestrichen wurde, also umgestaltet wurde. Und der Schulleiter, der hat wirklich Fahrpsychologen zu Rate gezogen. Die haben dann auf einer Wand, die war zum Schulhof gerichtet, da verschiedene Farben drauf und dann geguckt, wie die Schüler darauf reagieren. Und je nachdem wurden dann die Farben ausgesucht. So, ich erzähle die Geschichte gleich zu Ende, weil die sind ziemlich witzig. Aber wir haben hier gleich einen. Ich habe jetzt mich nicht so richtig aufgepasst, wie es. Oh, oh, oh. Autsch. Doch, ein Los. Ein Los für Team Kip. Sie haben alles gegeben. Nicht traurig sein. Wir gucken gerade mal, wie hat der Gastgeber gespielt. Oh, ja. Mit 1785 Punkten. Verpunkten. Nicht übel. Ah ja, das wollte ich noch fertig erzählen. Also der Schulleiter hat an einer Wand vier oder fünf, also irgendwelche Rechtecke mit verschiedenen Farben ausmalen lassen und hat dann das irgendwie als großes Projekt aufgebauscht. Da wurde mit den Kids dann darüber gesprochen, und was Farben sie bewirken und wo sie dann daran denken und was sie dabei fühlen. Und oh, ich glaube, wir haben Operation Goldfisch, cool. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, das waren drei Gebäude, also die Schule besteht aus drei Gebäuden. Und ein Gebäude war dann gelb, eins war pink, aber so ein schwaches Pink, also so, ja, rosa. Und eins dann grün, aber auch kein so ein intensives Grün, sondern auch so ein Pastellgrün. Und dieses großartige Farbpsychologie-Projekt, blablabla, Schlacht und Tod, warum die haben Geld gekostet hat, damit, dass diese drei Gebäude bis heute das ist, der Kotz und der Schweinchenbau genannt werden. Na voll, ne? Super. Und die Kids machen sich darüber lustig und es hat auch ein Geld gekostet. Ohne meinen Amusement. Also, liebe Lehrer und Pädagogen da draußen, seid mal nicht böse, aber man muss nicht aus allem ein riesengroßes Projekt mit einer mega Bedeutung machen. Vielleicht reicht es einfach mal aus, eine tolle Farbe zu streichen. Und wir haben einen K.O.-Sieg für Team Kip. Jawohl. Ja, da habe ich Puzzlestrippe gar nicht aufgepasst. Operation Goldfisch, wunderbar. So, wir sind hier auch schon am Ende angelangt. Eine Sache vielleicht noch, was ich noch zu Ende erzählen wollte, wenn jetzt ein paar kommen und sagen, hey, ich bin auch Lehrer, ich bin auch Erzieher und ich finde das mit Farbpsychologie, ich finde das ganz toll. Ja, möchte ich vielleicht dazu sagen, also es gibt natürlich auch richtig schöne Projekte, also ich habe zum Beispiel gesehen, wenn Schüler ihre Schule mitgestalten, oh, übrigens hier ein Foto, ein Selfie mit unserem Gastgeber, Tokrayo, also beziehungsweise Toddy Games, ich wiederhole es hier nochmal, ich setze sehr gerne den Link zu seinem Kanal hier in die Beschreibung und damit dann geht zu ihm rüber, ja, lasst ein paar schöne Grüße, grüßt ihm recht herzlich von Flavo und von Kip Supernova, ein bisschen von Kip Supernova, aber Flavo kennt er jetzt nicht so kennen. Also ja, das wollte ich noch dazu sagen, also es gibt natürlich auch richtig tolle Projekte, aber man kann auch irgendwie übertreiben, also lasst die, was war das, ah, jetzt weiß ich wieder, das war so ein Projekt, das war auch so ein Schulgebäude, das war so im 70er-Jahre-Stil, gebaut, das wurde in den 70er Jahren gebaut und da war alles ziemlich kahl und betoniert und eingeteert und eingefedert. Na, nicht eingefedert, das war ein Witz. Und da haben die Schüler selbst alles gestalten dürfen. Also da wurde Beton aufgerissen, dann wurde mit Lehmbau richtige Lehmhütten gebaut und ein Schulgarten. Und die Schule selbst, also das Gebäude, wurde dann so im Hundertwasserstil bemalt. Das war richtig, richtig schön. Also gebt auch allen Gebäuden, die in Anführungszeichen hässlich sind, eine Chance. Und lasst sie die Kids ruhig mitgestalten, ja, aber nicht meinen, man muss jetzt hier groß Psychologen zu Rate ziehen und hier und her und tralala, weil wer will schon einen Kotz- oder Schweinchenbau haben, ne? Das ist ziemlich peinlich und auch doof. So, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich hierbei nochmal sehr, sehr herzlich für Toddy Games Gastfreundschaft. Ich hoffe, wir können mal wieder mit ihm zocken und checkt seinen Kanal aus. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Restwoche. Und ja, bleibt gesund und bleibt neugierig. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.